Was schaut es denn mit den Mikrochips aus? 34 Tonnen. Ich brauche 40 Tonnen. Ups, Pause wollte ich nicht. Weg mit der Pause. Und dann muss ich irgendwann diesen Impaktverstärker erforschen lassen. Den haue ich gleich mal auf die Liste, dass er dann auch gleich erforscht wird. Wie gut, dass wir Sie haben. Ich wäre sonst noch verzweifelt. Ja, angestörter Lester wäre verzweifelt, wenn er uns nicht hätte. Wunderbar. Wir speichern kurz. Spiel gespeichert. Dum, 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 dum. 20 Tonnen Stahl haben wir schon mal. Kann ich hier gleich noch 6 Tonnen Mikrochips holen? Ja, wunderbar. Dann beim Rückweg nehme ich gleich noch ein bisschen Stahl mit. Oder Sekunde. Ich gehe mal wieder verkaufen, dass ich wieder Geld in die Kasse spüle. Als Gegenleistung sozusagen. Ich glaube, ich verkaufe den Beton jetzt auch. Den brauche ich nicht mehr. Genauso wie das Zeug hier. Da kann ich auch mal 10 Tonnen verkaufen, weil ich das nicht mehr brauchen werde, so viel. Oder? 35 Tonnen brauche ich noch, weil 25 Tonnen muss ich noch liefern. Und dann brauche ich noch für den Impaktverstärker 10 Tonnen. Passt. Geht genau auf. So. Fahren wir hier mal wieder ein bisschen shoppen. Und hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das kann ich jetzt so voll bauen. Das brauche ich nicht mehr, so viele Techs. Werde ich nicht brauchen. Die sind inzwischen voll eingezogen. Dann kann ich die hier auf Gold setzen, dass wir unsere Bilanz natürlich noch ein bisschen steigern können. Die dürfen einziehen. Denen fehlt es an Schnaps. Das sollte ich mal lösen. Auch wenn es jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig wäre. Aber ich will ja nicht, dass mir hier meine Bewohnerchen unglücklich werden. So. Jetzt sollte es reichen. Die Ökobilanz ist zwar unter aller Sau, aber das passt schon. Jetzt muss ich warten, bis die nächste Quest eintrudelt. Die wird allerdings bald eintrudeln, wie ich das so sehe. Und zwar müssen wir da 8 Personen suchen. Das sollte aber in der kleinen Stadt auch kein Problem sein. Ich bin mich nur gerade am Fragen, wann die denn eintrudelt, die Quest. Eigentlich müsste sie schon da sein. Modulentwicklung abgeschlossen. So, der Impaktverstärker ist ebenfalls fertig. Den haben wir also. Das heißt, ich kann hier mit der Arbeitsdrohne weitermachen. Und mir die 40 Tonnen gleich die Was Hauptquest weitermachen, sozusagen. Für Sie tun? Hä? Ach so. Ich muss erst verkaufen, deshalb. Na. Kommen Sie vorbei. So, dann nimmst du das mit, Carbon geraten. Mit. Und dann noch hier Stahl. Selbst SAAT muss. Läuft super. Echt, ich bin zufrieden mit der Mission. Ich hätte nicht gedacht, dass die es tatsächlich dann... Ja gut, es ist jetzt auch... Ich bin da überhaupt natürlich den Vorteil, dass ich weiß, was passiert. Wenn es blind wäre hier, dann hättet ihr... Spiel gespeichert. Also es ist jetzt mehr ein Walkthrough eigentlich, als ein Blind-Let's Play. Aber wie gesagt, ihr habt da gesehen, wenn das blind wäre, dann hätte man hier einiges zu tun und einige Stellen, wo man vielleicht nicht so gut durchkommt. Deswegen habe ich das gemacht mit dieser Nicht-Blind-Sache. So, die 25 Tonnen nehme ich jetzt gleich mal mit, weil ich die sowieso früher oder später brauchen werde. Kommunikatoren lasse ich, weil ich die nicht keinen Bock habe, die zu produzieren, obwohl ich jetzt eigentlich auch genügend Zeit hätte. Ich kann es mal probieren. Da müsste ich aber hier Tee abbauen. Habe ich aber auch hier. Tee. Kann ich nämlich die hier mal... Entschuldigung, dass ich jetzt wieder abreiß. Ich brauche hier auch keinen Beton mehr. Kann ich rausschmeißen. Braucht nur übelst viel Akademie, kann ich mal bauen. Genau, die brauche ich früher oder später sowieso. Dann sind die nämlich auch glücklicher hier, die Leute. Und zahlen mehr Steuern natürlich, das ist klar. Ecos wollte ich bauen, genau. So. Sie dürfen mit niemandem über diesen Auftrag sprechen. So, jetzt ist die nächste Quest da. Strahlenschutzexperten finden. Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs. Sieben. Acht. Hallo. So, dann abgeben. Ja, komm. Bisschen schneller geht schon hier, oder? Kann ich eigentlich auch gleich abgeben, die Quest. Es ist bestimmt kein Zwang. So, alle Forderungen erfüllt. Wunderbar.
darfst wieder auftauchen. Und dann kommt als nächstes nämlich die 25 Tonnen Kerosin. Ich kann jetzt, glaube ich, auch endlich hier Tee anbauen. Das mache ich auch gleich mal. Für die kleine Ökosiedlung, genau. Ökosiedlung was. Ich bin schon wieder sprachtechnisch hier voll am Start. Also, ihr seht es ja. So, baue ich immer noch ein bisschen Tee. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Klappe. Ist mir egal. Ist jetzt natürlich voll intelligent gebaut, was ich hier gemacht habe. Also, richtig intelligent. Oh je, Mini. Ich glaube auch, dass ich hier die Leute noch durch Ecos ersetze, dass ich vielleicht tatsächlich das mit den Kommunikatoren noch hinbekomme. Ich glaube aber nicht, dass das klappt. Also erwartet man nicht irgendwelche Wunder hier von mir. Neue Gebäude zum Bau bereit. Jetzt kann ich schon mal die Konzerthalle bauen. Die setze ich jetzt mal wohin genau? Hier hin? Ja, das passt. Dann können die nämlich schon aufsteigen. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Dank dir. Das stimmt allerdings. Habt ihr wirklich? Habe ich jetzt hier... Genau, hier wollte ich noch Stahl mitnehmen. Man muss auf alle Eventualitäten... So unentschlossen. Sie benötigen etwas. Entschuldigung. Ich wollte schon klicken. 5 Tonnen fehlen jetzt noch. Dann habe ich nämlich auch schon... Die letzte Quest wird nämlich aus Werkzeug und Stahl bestehen. Kann ich euch schon mal sagen. Hier wird gleich aufsteigen losgehen. So sehe ich so. Neuer Prototyp entwickelt. So, die Arbeitsdrohne haben wir inzwischen. Dann können wir diese Quest nämlich auch abschließen. Es ist durchaus riskant, Ihnen diese Aufgabe anzuvertrauen. Aber ja, jetzt kommen die 25 Tonnen Kerosin. Die lasse ich aber nochmal. Weil nämlich danach gleich die Kommunikatoren kommen und ich eventuell noch schauen möchte, dass ich die Quest vielleicht noch hinbekomme. Mit den Techs habe ich auch noch was vor. Ich schaue nochmal, dass ich vielleicht tatsächlich alle Quests erfüllen kann. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das klappen wird. Solange mein Labor das Nötigste hat, was ich brauche, kann ich zumindest... So, hier haben wir jetzt noch mehr, die aufsteigen können. Und das heißt auch, dass wir hier für den Ecos... Kommunikatoren brauche ich 600 Eco-Angestellte. Ach du Scheiße. Bisschen viel, ne? Reiß ich den Block jetzt noch auf. Entschuldigung, muss jetzt sein. So, dann könnt ihr weiter aufsteigen. Ihr werdet übrigens nicht hier auf dunkelgrün gesetzt, sondern lieber vollgrün. Oh, kein Werkzeug. Das war ja wieder klar. Ich hole mir jetzt aber mal kurz einen Werkzeugboost hier. Wie kann ich helfen? Oder auch nicht. Weil Baum und so. Super. Weil Baum ist immer die beste Erklärung ever. Ach, kein Werkzeug, genau. Da war was. Jetzt habe ich eine Kapazität von 300 Ecos gestellt. Ich bräuchte 600. Also muss ich es noch verdoppeln. Macht Sinn. Mathematik und so. Hier kann ich jetzt auch die Quest eigentlich dann abgeben. Spiel die Hauptquest. Wenn das Schiff wieder da ist, das holt sich jetzt erstmal ein bisschen Werkzeug natürlich. Hier, hm? Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Eden Initiative. Ich hasse diese Aussprache von der Typ. Tussi daher echt schlimm. So, da wieder ein paar aufsteigen lassen. Wunderbar. Ich brauche nur eine Kapazität von 600 Eco-Angestellten, dass ich die Kommunikatoren bauen kann. Ich glaube aber nicht, dass ich die Quest noch schaffe. Habe ich eigentlich Kupfer? Ja, habe ich tatsächlich Kupfer. 1800 Tonnen. Und Sand habe ich auch. Den Sand kann ich aber doch schon mal abbauen, oder? Gab es da nicht bei den Tycoons schon was? Ja. Oh, kein Werkzeug. War auch wieder klar. Irgendwie. Kann ich schon mal anfangen, Sand abzubauen? Neue Gebäude zum Bau bereit. So, du darfst noch aufsteigen, dein liebes Kontor. Na, jetzt hat. Der hat noch 11 Minuten hier. Unser Schiff ist ja schon wieder da. Spiel gespeichert. Ja.
So, jetzt könnt ihr aber aufsteigen, Jungs. Wenn das Carbon da wäre. Fast. Hätte sein können. Ich brauche... Was brauche ich? Steuerungsmodul und Arbeitsdrohne. Arbeitsdrohne. Und dann 40 Tonnen Mikrochips. Das muss ich jetzt wieder bei Ibashis Konto abgeben. Wunderbar. Läuft super momentan, echt, muss ich sagen. Bin zufrieden. Hier habe ich inzwischen 750 Forscher. Für die... Da brauche ich 600 Forscher. Okay, dann kann ich da eigentlich aufhören mit. Und ihr zieht bitte wieder ein, liebe Forscherchen. 600 brauche ich, also noch 90 zusätzlich. Zufall, dass Sie hier sind. Ja, bitte abschließen. So, der hat eine Quest. Doch würden Sie uns freundlich mehrere halten? Personen in Seenot helfen, kann ich machen. Dann fährst du gleich mal hier hinten hin. Die drei Schiffbrüchigen, bitte hier hin. Oh Gott, was macht denn der jetzt bitte hier? Hilfe. Du sollst erst hier hinfahren, das abliefern und dann zurückfahren. Schon besser. So, da haben wir noch 9 Minuten. Da haben wir eh unendlich Zeit für... Oh ja, yeah, das wird lustig. Vielleicht mache ich da auch halbe Stunde Folgen draus. Ich weiß es noch nicht. Das kommt drauf an. Ich muss natürlich schauen, weil der Pauli hat eben Ding noch nicht. Manchmal träume ich davon, dass ich inmitten einer saftig grünen Wiese liege und einfach die Seele baumeln lasse. So 480 haben wir. Ich brauche mir Eco-Angestellte, verdammt. Muss ich ja tatsächlich noch für die Ecos einen neuen Marktplatz bauen. Na sowas. Sowas, ne. Echt schlimm. Immer diese Ecos. Die Konzerthalle ist ja da schon halbwegs intelligent. Eigentlich ja nicht, aber egal. Ne, das muss ich anders machen. Das kann ich so nicht anbieten. Das geht so nicht. Leute, das kann man doch nicht anbieten. So, da ist jetzt die Tee. Dingen sind natürlich ein bisschen ungünstig platziert, das gebe ich zu. Macht jetzt aber auch nichts. So. Es läuft einwandfrei. Die Quest hat noch 8 Minuten und dann kommen die Kommunikatoren. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das schafft man nicht mehr. Es könnte eventuell klappen. Haben Sie wirklich meine Bitte erhört? Sie wissen gar nicht, wie... So, die Quest abschließen und dann... Brauchte ich seismische Druckregulatoren und einen elektromagnetischen Generator. Den Generator können wir eigentlich schon mal produzieren. Okay, brauchen wir Kupfer. Fast. Kupfer und Eisen. Brauche ich also wieder Eisen. Das heißt, die muss wieder pausiert werden. Und da brauche ich auch eine Mine. Hier habe ich aber leider keine Minen. Das ist natürlich jetzt doof. Muss ich also tatsächlich hier ganz rüber. Oh Gott. Das ist ja am Arsch der Welt. Aber ich kann hier noch keine Kupferminen in irgendeiner Form bauen, oder? Auch bei den Tycoons wahrscheinlich nicht, oder? Haben die überhaupt Kupfer? Nee, da können wir noch nichts bauen, leider. Doch, Kupferminen. Und Mikrochip-Hersteller ebenfalls schon. Gut, gut, gut. Dann können wir nämlich hier schon mal den Vorrat anlegen. Und dann später brauchen wir nur noch die Kommunikatorenhersteller. Oh, ich kann ja schon komplett ausbauen hier auch. Super. Hätte ich zwar eigentlich gar nicht gebraucht da hinten, aber ist ja egal. Kann man ja machen. 8 Tonnen Carbon. Eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel Carbon. Ich lasse es aber trotzdem nochmal drauf hier. Sicher ist ja bekanntlich sicher. Und ihr könnt ihr eigentlich aufsteigen inzwischen. Eigentlich müsstet ihr aufsteigen können. Ihr habt nur nicht genügend Tee. Okay, den hinten fehlt es an Aktivität, das ist klar. Ihr habt nicht genügend Tee, das lässt sich ändern. Gehen wir einfach noch 2 Teeplantagen hier hinbauen. Das ist jetzt auch voll intelligent gebaut gewesen, aber ich glaube, das geht gar nicht anders hier, oder? Also es gewinnt bestimmt keinen Schönheitspreis, was ich hier baue, das ist klar. Das müsst ihr auch irgendwie verstehen hier. Ist ja eine Mission. Da lege ich nicht so viel Wert auf korrekte Bauweise. Spiel gespeichert.
Na, würdest du das wohl hier reinziehen, bitte? Wäre ich das ja verbunden? Ups. So, die 12 Tonnen werden wir doch wohl irgendwie zusammenbekommen hier.